Sie sagte, wollt ihr jemanden reden hören, ruft einen Mann. Wollt ihr aber jemanden handeln sehen, ruft eine Frau. Man nannte sie auch die eiserne Lady. Uah, Achtung! Es gibt keine Alternative. Heute Margaret Thatcher. Margaret Roberts wird 1925 im englischen Grantham geboren. Ihr Vater, ein Prediger und Kolonialwarenhändler, bringt ihr Werte bei wie Arbeit, Sparsamkeit und nie der Mehrzahl nachgeben. Darf ich spielen gehen, Papa? Er ist Bürgermeister und ihr Vorbild. Der Menge niemals zu folgen sollst. Guck mal, mach's wie ich. Margaret wird Chemikerin, will aber machen, was Papa macht. Politik. Mit 23 ist sie bei den Konservativen und verliert die Parlamentswahlen. Oh. 1951 heiratet sie den reichen Geschäftsmann Dennis Thatcher. Ah. Sie studiert Jura und wird 4 Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge Rechtsanwältin. Mit 33 Abgeordnete und mit 44 Kultusministerin. 1970 senkt sie die Staatsausgaben, indem sie die kostenlose Milchausgabe an Schulen stoppt. Der Staat ist keine Milchkuh. Sie ist die meistgehasste Frau Englands. Ist halt so. Dennoch macht sie sich ab 75 als Vorsitzende der Konservativen auf den Weg nach ganz oben. Der Schauspieler Laurence Olivier wird ihr Sprechtrainer. Und sie heuert eine Werbeagentur an. Doch die beste Werbung verdankt sie der Zeitung der Roten Armee. Die nennt sie die eiserne Lady des Westens. Warum wohl? 79 ist sie Premierministerin. Endlich! In ihrer Rede dankt sie ihrem Vater und seinen Werten. Hart arbeiten, bescheiden leben, klappt nicht. Sparen. In 4 Jahren verdoppelt ihre ultraliberale Politik die Arbeitslosenzahl. So, schau. Na, vielen Dank, Papa. Margaret ist nicht beliebt, aber Hilfe naht. Ein schöner kleiner Krieg. 1982 besetzen argentinische Truppen die Falklandinseln. Britisches Staatsgebiet. Margaret schickt die Army und erntet Zuspruch. Die Konservativen gewinnen 83 die Wahlen. Im Oktober 84 wird in einem Hotel ihr Bad durch eine Explosion verwüstet. Doch ein Meeting rettet ihr das Leben. Darling, bist du das? Die Bombe stammt von der IRA. Beim Hungerstreik der Häftlinge 3 Jahre zuvor sagte Margaret, es sei ihre Entscheidung zu sterben. Habt ihr keinen Hunger? Auch streikende Bergleute finden ein Jahr lang kein Gehör. Ganz der Papa. Geht doch lieber wieder arbeiten. Puh. 1990 sorgt die Poll-Tax-Steuerreform für Tumulte. Du gibst mir das und du gibst mir das. Maggie will, dass jeder die gleiche Kommunalsteuer zahlt. Das geht doch nicht. Egal wie hoch sein Einkommen ist. Das war's. Sie tritt zurück und bleibt dort, wo man eben bleibt, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Zu Hause. Nach mehreren Schlaganfällen stirbt sie 2013. Ihr liberales Gespenst geht aber immer noch in Großbritannien um. Der Staat ist keine Milchkuh. Und die Ironie der Geschichte. Als sie starb, schlug Regisseur Ken Loach vor, ihr Begräbnis auszuschreiben.